Zertifikaten erst ermöglicht habe. Wusste die Deutsche Bank nicht, in welch kriminelle Machenschaften sie verwickelt war? Oder waren die Umsätze einfach zu verlockend? Ein Schluss, den die Abhörprotokolle durchaus zulassen. Denn auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bank, Dominik H., wird Ende April 2010 abgehört. Die Ermittlungsbehörden fassen das Gespräch so zusammen. Dominik H. erzählt einer unbekannten weiblichen Person, dass heute der beste Handelstag war, den sie jemals hatten. Man habe 870.000 Euro an einem Tag verdient. Das wäre wirklich unfassbar. Man hat letzten Endes ein lukratives Geschäftsmodell gesehen und möglicherweise nicht die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Ob Gier, Überheblichkeit oder Größenwahn der Auslöser für diese Geschäfte waren, wird noch geklärt werden müssen. Die Behörden ermitteln weiter gegen die Deutsche Bank. Björn P. ließ sich jedenfalls von den Gewinnen blenden. Je besser es lief, desto sicherer fühlte er sich. Jetzt ist er zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt. Als er erfahren hat, dass es die Gefahr von Umsatzsteuerbetrug gibt, hat er darauf vertraut, dass die Deutsche Bank ihn da abschirmt von solchen Umsatzsteuerbetrügern und ihm signalisiert hat, so musst du es machen, dann bist du sicher, dann kannst du dich vor solchen Betrügern abschirmen. Unbedarft war Björn P. keinesfalls. Im zweiten Monat macht er schon einen Umsatz von 40 Millionen Euro. Da holt er seinen Vater in die Firma für die Büroarbeit. Und so wurde mein Vater Geschäftsführer. Und das hat er gemacht kurz vor der Rente. Und ich fand das natürlich toll, hat ein bisschen was von Familienunternehmen. Für 15.000 Euro Monatslohn. Die Ermittler hören beide weiter ab und erfahren, wie wichtig Vater und Sohn ein gutes Verhältnis zur Deutschen Bank ist. Das war ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Der Sohn sagt dem Vater, der Mitarbeiter der Bank hat Geburtstag. Was hältst du davon? Wir schenken dem Motorrad. Dann sagt der Vater, nee, das finde ich doch vielleicht unangemessen. Aber lass ihn aufs Boot nach Saint-Tropez einladen. Und wenn das Abendessen dann 500 Euro kostet, dann ist das dann schon in Ordnung. Also das ist eine gewisse Auffälligkeit, eine gewisse Großzügigkeit, die man so irgendwie im normalen Geschäftsverkehr nicht kennt. Die Deutsche Bank äußert sich nur sehr allgemein in dieser Sache. Aber eins steht fest, sie wusste von den Ermittlungen der Staatsanwälte. Sie hatte einen heißen Tipp bekommen. Ja, lecker. Ja, genau. Du hast so ein lecker Würstchen? Wunderbar, danke. Ende April 2010 ist der Deutsche Bankmitarbeiter Dominik H. in Feierlaune. Nach Börsenschluss grillt er mit befreundeten Nachbarn. Da bekommt er plötzlich eine SMS aus der Geschäftsleitung der Deutschen Bank Frankfurt. Sein Vorgesetzter bittet um dringenden Rückruf. Dominik H. meldet sich sofort. Ausschnitt aus dem Abhörprotokoll der Staatsanwaltschaft. Na, wie sieht's aus? Bis jetzt noch ganz gut. Ich grill mit meinen Nachbarn. Kommt jetzt drauf an, was jetzt von Ihnen kommt. Sind Sie momentan an einem ruhigen Eckchen? Ja, ja. Ich will nur sagen, wir haben deutliche Hinweise, dass die Staatsanwaltschaft zu uns kommen könnte. Okay. In Bezug auf CO2, das wollte ich schon mal sagen. Wenn die kommen, dann kommen die tendenziell eher morgens als abends. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze eine Ente ist oder nicht, aber auf jeden Fall sollten wir versuchen, das Ganze unter uns zu behalten und vertraulich zu handhaben. Wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass wir denen irgendwie was vorbereitet haben oder sonst noch schnell was uns gemacht haben. Wenn die fragen, dann werden die mit Sicherheit auch nach den Laufwerken fragen. Es ist alles da, entweder in Papierform oder elektronisch. Wir sollten jetzt morgen früh auf keinen Fall was sagen, dass wir sie erwarten würden oder so. Gut, okay. Gut, dann schauen wir mal. Spannend, spannend. Tatsächlich. Die Großrazzia der Steuerfahndung und des Bundeskriminalamts beginnt am nächsten Tag. Rund 1000 Beamte sind an mehreren Orten im Einsatz. Auch die Räume der Deutschen Bank in Frankfurt werden durchsucht. Gegen 150 Beschuldigte wird ermittelt. Auch Björn P.'s Firma ist dabei. Am 28.04.2010 gab es Durchsuchungen bundesweit im Zusammenhang mit dem CO2-Handel. Dort wurde auch unsere Gesellschaft in Frankfurt
durchsucht. Und an diesem Tag wurde mein Vater festgenommen in Frankfurt. Bald darauf wird auch Björn P. verhaftet. Im Dezember 2011 wird er zusammen mit 5 anderen in einem der größten deutschen Wirtschaftsstrafverfahren verurteilt. Dass die Deutsche Bank nicht mit auf der Anklagebank sitzt, wundert viele. Die Verteidigung hätte es natürlich gerne gesehen, wenn die Beteiligten der Deutschen Bank von vornherein mit auf die Anklagebank gesetzt worden wären. Richter Bach verurteilt zunächst nur die Emissionshändler. Droht das auch den beteiligten Bankangestellten? Gegen die wird jedenfalls noch ermittelt. Die ganzen Umstände der Geschäftskontakte sind so auffällig, dass man den Schluss ziehen musste, dass es sich geradezu aufdrängt, dass man eben eingebunden ist in so einen größeren systematischen Steuerbetrug. Bei der Razzia wurden umfangreiche Geschäftsdaten der Bank beschlagnahmt. Die Auswertung läuft. Spätestens dann wird sich erweisen, was die Deutsche Bank wusste. Sie will sich zu den Ermittlungen nicht äußern und verweist auf ihr kooperatives Verhalten gegenüber den Behörden. Zweifel am angekündigten Kulturwandel weckt das aber dennoch. Auch gegen Bankchef Jürgen Fitschen wird ermittelt. Er hatte die Steuererklärung für das Jahr 2009 unterschrieben. Dort werden 310 Millionen Euro Umsatzsteuer eingefordert, die teilweise aus dem dubiosen Emissionshandel stammen. Ich bin betroffen. Das habe ich gesagt. Mehr möchte ich im Augenblick zu diesem Thema nichts sagen. Ich habe die Zuversicht und wir werden alles dazu tun, dass das schnell zu einem Ende kommen kann. Ich habe den Eindruck, dass man sich auch teilweise in dieser ganzen CO2-Zertifikate-Geschichte nicht sehr darum geschert hat, was jetzt deutsche Behörden dazu sagen. Das waren halt Investmentbanker, die haben halt verkauft und haben dabei sehr schnell Provisionen verdient, weil sie eben Gewinn kurzfristig für die Bank erzeugt haben. Dass das langfristig nachher zu hohen Kosten führt, das hat man noch nicht gesehen. Deswegen hat das Bankmanagement eher die Leute bevorzugt, die eben solche Gewinne erzeugten und die Bedenkenträger an anderer Stelle. Für Bedenkenträger gibt's nichts. Wien im Jahr 2005. Zu dieser Zeit genießt die Deutsche Bank auch in der österreichischen Hauptstadt eine hohe Reputation. Doch die Deutsche Bank orientiert sich immer mehr an amerikanischen Investmentbanken. Der Verkauf von komplizierten Finanzprodukten entwickelt sich zum Riesengeschäft. Der österreichischen Bundesbahn, der ÖBB, wird ein vielversprechendes Finanzpapier angeboten. Der staatsnahe Betrieb lässt sich auf das Geschäft mit dem deutschen Geldinstitut ein. Gekauft wird eine Art komplexer Schuldschein, in dem viele andere Kredite stecken. In der Sprache der Banker ein CDO. Es geht hier nur darum, mit dem Geld, was die ÖBB hier quasi riskiert, eine Optimierung des Finanzergebnisses zu erzielen. Über die Risiken, was hier alles passieren kann, war sich die ÖBB in keinster Weise bewusst. Der ÖBB-Mitarbeiter erinnert sich an den Dezember 2007. In den USA zeichnet sich bereits die Finanzkrise ab. 2 hochrangige Mitarbeiter der Deutschen Bank kommen nach Wien. Einer soll der heutige Bankchef Jürgen Fitschen gewesen sein. Der Aufsichtsrat der österreichischen Bahn befürchtet, das CDO-Papier, das ihr die Deutsche Bank verkauft hat, könnte rapide an Wert verlieren. Also seitens des Aufsichtsrats war die Stimmung schon ein bisschen angespannt, weil man natürlich hier mittlerweile erkannt hat, dass man hier sozusagen wirklich einen ganz schweren Klotz am Bein hat. Also der Herr Fitschen ist ein sehr eloquenter Rhetoriker, der das sehr, sehr gut präsentiert hat im Aufsichtsrat. Er hat gesagt, das Risiko ist sehr theoretisch. Und das ist etwas, was der Aufsichtsrat nicht mehr so geglaubt hat und darum auch um einen Ausstieg die Deutsche Bank gebeten hat, die das rigoros abgelehnt hat. Der ÖBB droht damals ein Verlust von fast 600 Millionen Euro. Hat Jürgen Fitschen ein Papier verteidigt, das bereits in den Sog der Finanzkrise geraten war? Die Deutsche Bank weist den Vorwurf zurück. Sie habe die ÖBB vollumfänglich über alle Risiken informiert. Die Klage der ÖBB gegen die Bank wird zurückgewiesen. Als die Bahn Revision beim obersten Gerichtshof einlegt, schließt die Deutsche Bank einen Vergleich mit dem Staatsunternehmen. Ob Jürgen Fitschen tatsächlich in Wien war, dazu gibt die Bank keine Stellungnahme ab. Der Gesamtschaden für die ÖBB und für den österreichischen Steuerzahler waren immerhin 300 Millionen Euro. London Anfang 2007.
Schon lange vor der Einigung mit der ÖBB haben Manager der Deutschen Bank bemerkt, dass ihre CDOs an Wert verlieren. Der Untersuchungsausschuss des US-Senats hat die CDO-Geschäfte untersucht und kommt zum Ergebnis, die Bank hat die toxischen Papiere trotzdem weiter verkauft. Die Deutsche Bank hat offenkundig die CDOs bis weit hinein ins Jahr 2007 verkauft, als es für die internationale Finanzindustrie immer klarer wurde, dass der Hypothekenmarkt sich gedreht hatte und diese Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt ziemlich schnell an Wert verloren. Im Frühjahr 2007 trifft sich die Führung der Deutschen Bank in London. Es gibt wohl unterschiedliche Ansichten, wie mit den riskanten Papieren verfahren werden soll. Der CDO-Chefhändler der Deutschen Bank hält diese Papiere für Schrott. Der Untersuchungsbericht des amerikanischen Senats stellt fest, dass der Chefhändler sogar 5 Milliarden Dollar darauf wertet, dass diese Papiere bald nichts mehr wert sein werden, was schließlich eintritt. Wenn man sieht, wie diese CDO-Maschinerie funktionierte, dann muss man wohl dem CDO-Chefhändler der Deutschen Bank zustimmen, der dies für ein Schneeballsystem hielt und einige Wertpapiere in diesen CDOs als Schweine und Mist bezeichnete. Das sagt der oberste CDO-Händler der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank erklärt, die unterschiedlichen Ansichten ausreichend transparent gemacht zu haben. Trotzdem bot die Bank diese hochriskanten Produkte weiter an, zum Beispiel im Schloss Kronberg bei Frankfurt, Anfang Mai 2007. Die Bank will hier die Spitzen von Kommunen und kommunalen Gesellschaften zum Kauf dieser gefährlichen Finanzpapiere überreden. Und das nur wenige Wochen nach jenem Treffen in London. Veranstaltungen wie in Kronberg sind dazu da, Produkte schnell in den Markt zu bringen, schnell zu verkaufen. Sie brauchen einen Rahmen von einer gewissen Sicherheit und Seriosität, in dem Sie Anwender von dem Produkt überzeugen können und wo Sie dann im Nachgang Gespräche führen können, aus denen dann das Produkt sich verkauft. Die Investmentbanker haben auch einige Geschäftsführer und Finanzverantwortliche von städtischen Unternehmen eingeladen, mit denen sie schon mal Geschäfte gemacht haben. Das ist ein ganz normaler Vertriebsprozess, dass jemand, der schon mal eine komplexere Struktur gekauft hat, auch wieder eine komplexe Struktur anbietet. Weil wenn ich als Autohändler weiß, da hat jemand schon mal den Golf GTI genommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auch wieder den Golf GTI nimmt, als jetzt dann plötzlich wieder zum Polo zurückkehrt. Ein hochriskantes Produkt als gutes Geschäft für deutsche Kommunen. Das scheint die Logik der Investmentbanker zu sein. Ich glaube, dass es bei der Frage der Professionalität der Investmentbanker auf der einen Seite und der Kommunalmanager auf der anderen Seite sich ähnlich verhält wie dem Hütchenspieler und dem Passanten in der Fußgängerzone. Der Hütchenspieler weiß immer, wo er seine Kugel hat und wo er sie verschwinden lässt. Und der Passant glaubt aber schlauer zu sein als der Hütchenspieler. Und dabei verliert dann immer der Passant, und so ist es in diesem Spiel auch. Doch manche Kommunen und Unternehmen wehren sich. Sie fordern ihr verlorenes Geld zurück. Rund 2 Dutzend Klagen, unter anderem von Pforzheim, Hagen und Neuss, hatte die Deutsche Bank wegen verschiedenster riskanter Finanzprodukte am Hals. Oft verhinderte ein Vergleich, dass der Streit in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. An dem Verhalten der Deutschen Bank erkennt man deutlich den Unterschied zwischen der alten Deutschen Bank, die im Grunde genommen eine Verantwortung für den Kunden empfinden, im Zweifel dem Kunden sagen, mach das Geschäft jetzt besser nicht. Und ja, der klassischen Investmentbank, die im Grunde genommen nur darauf guckt, kurzfristig zu verkaufen, die sagt, du musst selber wissen, was du kaufst. Ich gebe dir jeden Rat, aber ich bin ein Verkäufer. Ich verkaufe das Produkt und wenn ich dabei Gewinn mache, mache ich das weiterhin, egal was das für dich als mein Kunde bedeutet. Unheimliche Geschäfte mit schlimmen Folgen. So verspielt man Vertrauen und schafft gefährliche Altlasten für die Bank. Noch 2010, 2 Jahre nach der Finanzkrise, gibt es Risiken in den Büchern der Deutschen Bank. Viele ihrer internationalen Finanzgeschäfte stecken in Wertpapieren, deren wirklicher Wert schwer zu bestimmen ist. In New York stellt die Deutsche Bank deshalb einen Spezialisten ein, Eric Ben-Azi. Ben-Azi soll erkennen und abschätzen, welche Risiken durch Finanzderivate noch auf die Großbank zukommen könnten.
Die Deutsche Bank erwähnte sogar in ihrem Jahresbericht 2010, dass sie hochqualifizierte Experten in ihre Risikoabteilung eingestellt hätten. Deshalb